Eishockey, Pele beendet Karriere wegen Kopfverletzung nach hartem Check. Daniel Pele, in Schwarz, beim Torschuss. Archiv, Foto, AFP, RG Mannheim. Eishockeyspieler Daniel Pele hat seinen Vertrag aufgelöst, nachdem er während eines Spiels eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte. Teilen, teilen, weiterleiten, weiterleiten, wieten, wieten, weiterleiten, weiterleiten, drucken. Rund ein Dreivierteljahr nach einem schlimmen Check im Champions League-Spiel gegen die Adler Mannheim hat Eishockey-Profi Daniel Pele vor einigen Tagen aus gesundheitlichen Gründen seinen Vertrag bei Brynäs IF aufgelöst. Darüber berichtete die Fachzeitschrift Eishockey News am Dienstag. Der 34 Jahre alte Stürmer hat sich von den Folgen einer Kopfverletzung nach dem Check im November 2017 noch nicht erholt. Der Check des Mannheimer Verteidigers Thomas Larkin in der hitzigen Schlussphase der Champions Hockey League Party in Schweden hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Adler-Profi Larkin war nachträglich für 4 Spiele gesperrt worden. Das war ein Mordversuch. Brünes Sportchef tobt nach üblem Check von Larkin zurück. Weiter: Es gibt immer noch Symptome, die mir Probleme bereiten. Es kam jetzt der Punkt, wo ich die Situation akzeptieren musste, in der ich mich befinde, sagte der Kanadier Pele.